Okay, ich würde sagen, wir gehen erstmal kurz in die Kommandozentrale. Und schauen mal, ob da irgendjemand mit uns reden möchte. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, was unser nächster Hauptauftrag denn eigentlich sein soll. Nee, sieht nicht so aus, als ob hier irgendwas wäre. Ach ja, Aufträge habe ich jetzt übrigens auch gar keine gemacht, muss ich zugeben. Was willst du denn? Besiege 10 Ankhek für die Kommandozentrale im ehemaligen Lorica. Nö. So, dadurch werden mir jetzt natürlich ein paar Aufträge hier entgehen, ein paar Nebenaufträge. Die habe ich ja sonst eigentlich immer abseits der Aufnahmen gemacht, weil die einfach nur viel Zeit kosten und, naja, wenig fürs Let's Play bieten eigentlich. Aber ich glaube, das ist ganz okay, denn ansonsten hätte es jetzt noch länger gedauert, bis ich mal wieder eine Aufnahme zustande gekriegt hätte. So, da drüben gibt es ein Gespräch für uns. Hallo, Mogli. Bist du hinter die wahre Identität meiner Klasse gekommen, Cooper? Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, um ehrlich zu sein. Oder soll ich dir ein wenig auf die Sprünge helfen? Ja, bitte! Die Kadetten der Klasse 9 sind keine gewöhnlichen Kadetten. Ihr Fachgebiet ist der Geheimdienst, Cooper. Sie übernehmen alle Aufträge, die mit Anschlägen, Diebstahl und Spionage zu tun haben, Cooper. Hier in der Akademie tun sie so, als wären sie eine Klasse voller Versager. Aber im Geheimen erledigen sie die schmutzigen Jobs, Cooper. Deshalb haben meine Kadetten auch so wenige Freunde. Sie müssen ständig ihre Tarnung aufrechterhalten und dafür lügen, Cooper. Es wäre so schön, wenn die Klasse 0 sich ein wenig mit der Klasse 9 anfreunden könnte. Meinst du nicht, Cooper? Ich weiß nicht, ob du mir davon jetzt erzählen solltest, dass deine Klasse für Geheimdienste, den Geheimdienst bedient. Aber ich glaube, Nagi kam aus deiner Klasse, oder? Kann das sein? Na gut. Oh, hi. We can do it. Nach dem Kampf tauchte Makina wieder auf. Aber wo war er nur bis dahin? Naja, wie gesagt, meine Vermutung ist, dass er auf der anderen Seite der Front war. So, wir könnten eigentlich auch hinten bei Katsuya oder wie auch immer der Doktor hieß, da der Laborkittelmensch im Folterkeller, zu dem gehen. Aber da müssten wir natürlich nochmal den Charakter wechseln, deswegen mache ich das jetzt mal nicht. Da verzichte ich jetzt erstmal drauf. Können wir dann vielleicht noch machen. Wir haben noch so viel Zeit. Die brauchen wir eh nicht alles. Aber ich habe jetzt auch noch keine Feldmissionen gemacht. Also kann auch sein, dass da noch irgendwas kommt. Wusstest du, dass die Anime von Monstern gewisse Attribute besitzen? So sind die Anime von Monstern mit Feueraffinität zum Beispiel von Feuerenergie beseelt. Sammelt so viele dieser Anime, wie ihr nur könnt, wenn ihr an der Operation Lindwurm teilnehmt. Oh, aber seid nicht so dumm, Feuermagie auf ein Monster mit Feueraffinität anzuwenden. Ne, Mensch, das sind ja Tipps hier, das ist ja Wahnsinn. Wäre ich auf alles noch überhaupt nicht gekommen. Was gibt's bei dir? Wärst du wohl so freundlich, mir einen Gefallen zu tun? Du kannst dir sicher denken, dass es um das Accessoire geht, von dem ich dir schon einmal erzählt habe. Gibt es denn keine Möglichkeit, es für mich zu besorgen? Besorge den Juwelring von Dr. Erasure. Ich brauche unbedingt diesen Juwelring, den Dr. Erasure besitzt. Als Kadett der Klasse 0 sollte es dir nicht schwerfallen, ihn zu besorgen. Wie soll ich das machen? Also, ich würde es ja machen, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht wie. Ich weiß ja nicht mal, wo Dr. Erasure rumsteht, um ehrlich zu sein. Wie unhöflich. Ich lasse es einfach mal. Ich habe eine Bitte, die ich nur der Klasse 0 stellen kann. Bring den Mitarbeiter der Magiefakultät 15 Moven-Anime. Also insofern wir sie nicht haben, wir schauen mal. Habe ich die schon? Ja. Und vergiss nicht, dass die AT-Anime, die du erhalten hast, auch von den Zaubern... Ach nee, habe ich doch noch nicht. Ja, dann verzichte ich einfach mal auf den Auftrag. 4 von 15 habe ich. Naja, ach komm. Ich dachte, die werden nicht mehr also dass das Zeichen über ihrem Kopf nicht mehr angezeigt wird, wenn ich die Mission nicht abschließen kann. Aber war wohl doch nicht so. Na gut. Dann werden uns jetzt sehr, sehr viele Aufträge durch die Lappen gehen, glaube ich. Oh Gott, hier gibt es echt viele Aufträge. Echt viele. Aber wenige Leute, die einfach mit uns reden wollen, ganz normal. Yes? Ich möchte euch um etwas bitten. Ich weiß eigentlich nicht viel über mein Heimatland Lorica. Nichts über sein Ende, nichts darüber, wie mein Volk es in den letzten Tagen verbracht hat. Das Einzige, was mir immer wieder zu Ohren kommt, ist, wie stark die Leute meines Volkes waren. Aber Lorica hatte sicher auch eine reichhaltige Kultur, Gelehrte, Philosophen und Historiker. Und irgendjemand wird doch Aufzeichnungen darüber angelegt haben. Helft mir doch bitte, diese zu finden. Finde das Kriegstagebuch für Reed.
Irgendwo müssen einfach Aufzeichnungen über die letzten Tage für Lorikas zu finden sein. Schau dir doch bitte am Krater, schau dich doch bitte am Krater der Ultima-Bombe um. Ja, natürlich. Vielleicht kannst du eine Art Tagebuch finden. Für diesen Auftrag solltest du mindestens Stufe 72 erreicht haben. Nein! Weg damit, sorry, tut mir leid. What are you doing? Oh, die Klasse 0. Die Nullen. Bist du hier, um mich schon wieder zu ärgern? Wenn nicht, dann beweis es. Es gibt da was, das ich haben will. Besorge einen Brocken dunkle Materie für Mutsuki. Hab ich sowas? Keine Ahnung. Nee, Morbol habe ich noch keine getötet. Okay, lassen wir. Natürlich, ich möchte dich nur ärgern den ganzen Tag, weil du ein Arschloch bist. Oh, du bist aus der berühmten Klasse 0, bla bla. Besorge 10 Hornplatten. Nee. Komm, ich verzichte jetzt einfach mal auf die ganzen Aufträge. Ich glaube, dafür müsste ich einfach mal eine Runde richtig farmen gehen, um da mehr zu haben, um da mehr erfüllen zu können. Wofür wir jetzt gerade keine Zeit haben? Auf in den Gemeinschaftsraum. Ich glaube, es ist auch nicht so schlimm, wenn wir mal in einer dieser Phasen jetzt nicht so viele Aufträge erfüllen. Davon wird jetzt, glaube ich, das Spiel nicht gleich zugrunde gehen. So, hier ist gar nichts. Auch super. So, auf in den Salon. Hier gab es doch meistens irgendeine Mission, bei der wir Geld abgeben mussten oder sowas, ne? War das nicht so? Habe ich zumindest so im Gedächtnis. Oder irgendwas anderes? Ach nein, VP, genau. Ja, die VP haben wir, natürlich. Can I help you? So, das können wir direkt abgeben. Gut gemacht, wunderbar. 5 Phoenix-Sound ist ja riesig. Und ein Gespräch gibt's auch noch. Hallo, kennen wir uns? Hello. Hello, Carla. Da bist du ja. Ich brauche wieder ein kleines Darlehen. Ach, die war das, genau. Das ist das letzte Mal, versprochen. Und ich schwöre, ich zahle es zurück, sobald mein Geschäft Gewinn einbringt. Ich brauche nur 100.000 Gil, ja. Und schon bald sind wir alle reich, glaub mir. Danke, danke, vielen Dank. Moment mal, du hast gar nicht genug Gil. Oh. Wie viel habe ich denn? 90.000. Schlecht. Aber das wird sich vielleicht noch machen lassen, wenn wir vielleicht ein oder zwei Feldaufträge mitmachen. Hätte ich vielleicht mal doch ein bisschen was in der Pause sammeln sollen. So, naja. Kann ja keiner wissen. Achso, wir sind gerade wieder am Ende des Tages. Da steht wieder bloß die dusselige Kuh hier rum. Nee, mit dir will ich gar nichts anfangen, ganz ehrlich. So, dann machen wir nochmal kurz zu den Chocobo-Stallungen und dann würde ich sagen, gehen wir wieder in den Folterkeller. Hier gibt es natürlich niemanden, ne? Nein. Aber wir können sicherlich wieder hier ein bisschen was an Zucht betreiben. Deine Küken sind nun ausgewachsen und können eingesetzt werden. Wunderbar, her mit dem Federvieh. Phantom-Chocobo, Chocobo-Chocobo, Phantom-Chocobo, Tarn-Chocobo. Phantom-Chocobo. Meine Güte, da war aber viel drin. Mit großer Streuung. Was haben wir denn jetzt eigentlich hier? An männlichen gar nicht mal so viel, stelle ich gerade fest. Ja. Wir machen mal den Kampf-Chocobo. Hier haben wir auch einen Kampf-Chocobo. Was ist denn der Tarn-Chocobo eigentlich? Mit guten Ausweichfertigkeiten und starker Defensive. Und der mit hoher Angriffskraft. Phantom mit einer schwachen Offensive, aber sehr guten Ausweichfähigkeiten. Achso, der Tarn ist aus dem Phantom-Chocobo entstanden, oder? Ich glaube schon. So, wir nehmen mal einen ganz normalen weiblichen Chocobo und werfen dann ein Kraut für männlich ein. Die Wahrscheinlichkeit einer anderen Rasse. Väterliches Erbgut, genau. Das soll es sein. Voraussichtliches Zuchtergebnis, Kampf-Chocobo. So will ich es haben. Ich finde auch immer schön, dass aus einem Ei dann 4 Chocobos schlüpfen. Ja, wie süß. Gut. Dann gehen wir mal... Ach nein, wir sind ja noch gar nicht fertig mit der Akademie, fällt mir gerade so auf. Wir haben ja noch einige Ecken, in denen wir noch gar nicht schauen waren. Nämlich draußen. Da gibt es da bestimmt auch noch irgendjemanden, mit dem wir reden können, oder? Ich habe auch Seven noch nirgendwo gesehen. Fällt mir gerade so auf, weil ich ja extra auf King gewechselt habe. Hier ist niemand.
Gut, schauen wir mal kurz da drüben nach. Hier wurde ich doch eigentlich noch nie enttäuscht, was Gespräche mit Leuten angeht, oder? Nee, auch diesmal nicht. Wunderbar. What? Hallo, ich heiße Izumo. Die Klasse 0 soll die Elite unter den Kadetten sein, aber könntest du auch ein Luftschiff steuern, wenn du müsstest? Willst du etwas über das Fliegen wissen? Natürlich. Ich bin Luftschiffpilot. Ich bin nicht so bewandert im Kampf und im Umgang mit der Magie, aber als Meister der Lüfte habe ich mir einen Namen gemacht. Der Pilot und sein Luftschiff müssen vollkommen miteinander verschmelzen. Nur dann kann man die Maschine absolut kontrollieren. Wer darüber lacht, hat einfach keine Ahnung vom Fliegen. Okay, okay, vielleicht trage ich ein wenig dick auf. Aber wenn ich der Klasse 0 helfen kann, lasst es mich wissen. Ja, das hat mir jetzt natürlich beim Verständnis des Luftschifffliegens unglaublich weitergeholfen, diese Ausführung. War total sinnvoll. Okay, gehen wir noch kurz vorne schauen, ob da auch noch jemand mit uns reden möchte. Und ansonsten können wir uns eigentlich gleich mal eine Feldmission stürzen, wenn wir denn eine finden. Schließlich wollen wir doch auch ein bisschen Action sehen. Ah, sehr gut. Hier gibt's noch was. Hier drüben ist niemand, ne? Nee. What? Mein Name ist Yamato. Dank euch dauert es nun nicht mehr lange, bis Oriens unter Rubrum vereint ist. Hast du einen Augenblick? Natürlich. Die Klasse 0 besteht aus herausragenden Kadetten. Es ist kein Wunder, dass Dr. Erasure euch so verhätschelt. Selbst als man euch des Mordes der Königin beschuldigte, habt ihr weitergekämpft. Der Krieg ist noch nicht vorbei, aber es gibt etwas, das ich der Klasse 0 sagen wollte. In eurem jungen Alter habt ihr schon viel geleistet. Haltet auf jeden Fall bis zum Ende durch. Danke! Es tut auch mal gut, ein bisschen Lob zu hören hier. Ach, ich bin jetzt hier vorne abgesetzt worden. Na dann. Die Küstengegend der Insma-Region soll atemberaubend sein. Die Republik hat endlich die Kontrolle über die Ibon-Region nördlich davon gewonnen, sodass ich mir meinen Traum erfüllen und selbst dorthin reisen kann. Ja, da waren wir ja schon in der Insma-Region. Das hatten wir uns schon angeschaut. Da gab's viel Sand, einen konkordischen Krieger und sehr, sehr starke Wasserpuddinge, wenn ich mich recht entsinne. Ach komm, ich wechsle mal wieder auf Seven zurück. So. Gut, und dann schauen wir mal, was es denn hier noch so an Aufträgen gibt. Ich habe einen Auftrag für dich. Besorge 3 Mega-Allheilmittel für die Logistikmitarbeiterin. Ich glaube, sowas habe ich nicht. Feldeinsatz und Feldeinsatz. Wieso gibt es jetzt 2 Leute für Feldeinsätze? Willst du dich an einem Feldeinsatz versuchen? Ja, Rückzug aus Roshana, okay. Stufe 45. Wir schauen mal kurz, ist das hier das gleiche Angebot? Operation Papierkrieg. Nein, das sind 2 verschiedene. Okay, dann würde ich sagen, machen wir doch mal das hier. Das können wir mal probieren, Rückzug aus Roshana. Stufe 45 könnten wir hinkriegen. Der Vorstoß unserer Soldaten in die Roshana-Provinz wurde durch den Angriff der konkordischen Armee nicht nur vereitelt, unsere Truppen stehen kurz vor der vollständigen Auslöschung. Uns bleibt nur der Abzug aller überlebenden Soldaten und die Aussendung von Hilfstrupps zu ihrer Unterstützung. Die Klasse 0 wird sich ebenfalls in die Roshana-Provinz begeben und für Rückendeckung sorgen. Diese Aufgabe ist ebenso wichtig wie schwierig. Dann halte dich bereit. Nur wer gut vorbereitet ist, schafft das Leben zurück. Ein toller Hinweis, dankeschön. Na gut, machen wir uns doch mal auf den Weg. So, und da sind wir wieder an dem Kristall. Nun ja, ich habe mich an dem Feldeinsatz versucht, aber es ist in einem großen Fiasko zu Ende gegangen. Nein, so groß war es eigentlich gar nicht. Ich bin bis zum Ende gekommen, ich habe aber zwischendurch gegen so ein Pferd, wie wir schon mal gesehen haben, in einer Zwischensequenz. Damals erst Celestia war das, glaube ich, gewesen. Uns in Ingram gestellt hatte, die Klasse 0. Da hatte sie doch dieses Pferd gehabt. Und genau so eins mussten wir bekämpfen in der Mission. Naja, es ging eigentlich ganz gut. Das Problem war, man wurde halt von unglaublich vielen anderen Viechern dabei noch gestört. Und ich habe meine 3 Hauptleute verloren. Also meine gut gelevelten Leute, und damit war es dann so gut wie unmöglich. Schließlich war es Level 45, und wenn wir mal kurz bei uns in die Gruppe reinschauen, naja, die anderen sind dann halt schon doch fast 10 Level drunter, und dementsprechend haben die dann auch irgendwann den Geist aufgegeben, und danach wurde es dann immer schlimmer und schlimmer.
Also würde ich sagen, lassen wir die Feldeinsätze doch einfach mal Feldeinsätze sein. Und ja, was können wir tun? Ich habe jetzt das Problem, ich würde natürlich gern noch jemanden in den Vergewaltigerkeller schicken. Aber das funktioniert bloß in den letzten 6 Stunden des Tages. Und wir haben jetzt nun dummerweise gerade einen neuen Tag angerissen. Also wird das wahrscheinlicherweise nicht möglich sein. Dementsprechend würde ich vorschlagen, wir machen einfach mal mit der Hauptmission weiter, weil wir ansonsten gerade nicht so viel machen können. Ist halt so. Ich weiß auch gar nicht... Ja, wir gehen einfach mal hier hoch. Doch, wir müssen ja hier hochgehen, ne? War das nicht so? Wenn wir schon vorzeitig den Tag abbrechen wollen, dann müssen wir in der Kommandozentrale Bescheid sagen, glaube ich. Habe ich bisher so selten gemacht, dass ich es gar nicht mehr... Oh, halt, hier hinten steht ja noch jemand, dass ich es gar nicht mehr weiß. Can I help you? Mein Name ist Chijima. Ich weiß, dass alle euch für die Helden Rubrums halten. Aber von mir bekommt ihr keine Sonderbehandlung. Nachfragen, was gemeint ist? Ja, unbedingt. Irgendwas ist doch immer mit euch. Helden, Mörder, Agito, was ist das für eine Zusammenstellung? Mich interessiert das alles nicht. Natürlich ist es ein tolles Gefühl, berühmt zu sein, aber erlaubt euch nur einen Fehler und schon stehen alle wieder gegen euch. Lasst euch die süßen Worte, die ihr ständig zu hören bekommt, nicht zu sehr zu Kopf steigen und vergesst nicht, wo ihr herkommt. Ist ja gut, bist du ein bisschen neidisch? Tut mir leid, dass es bei dir nicht so läuft. Good work. So, und ich würde sagen, dann reisen wir mal zur nächsten Mission.